So, wir spielen wieder Super Mario World. Und Benno Das darf waren so jetzt ein Level ungefähr 2 Sekunden spielen. zwischendrin. Ja und? Hast du ein Problem damit? Ja, jetzt wissen alle, was für ein Sellout du bist. Ja, Du bist total. einfach alles am Stück auf und lädst nicht an einem Tag hoch. Fucking Noob. Ja, Entschuldigung, dass mein Internet so schlecht ist. Und außerdem, wer will sich vier. Das war interessant. Ein gelber Koopa in einer gelben Shell verwandelt sich in einen Disco Koopa. Und der ist nicht gut für dich. Ja, ich weiß schon, aber ich habe die Shell aufgenommen und bin dann gestorben. Ja, Das war fucking easy. du kannst auch eine gelbe Shell so verglitschen, dass der Koopa drin bleibt, sie sich nicht in eine Disco Shell verwandelt, aber beim nächsten Mal anstupsen es eine Disco Shell ist. Ich mag Disco Shells. Ja. Also beim nächsten Mal einfach entweder die Shell zerstören oder früher aufheben. Müsste Marios Kopf nicht eigentlich irgendwann bluten? Wieso? Weil er gegen Weil er Blöcke so oft springt. gegen Dinge springt mit seinem Kopf. Und meinst so? Ja. Hat er seine Faust zwischen Oder ist dem es eine Block und seinem Kopf? Titankappe? Nein, der hat seine Faust zwischen Block und Kopf, weißt du? Schau, der streckt seine Hand nach Ist es oben. dann eine Titanfaust? Ja, ich meine, Falcon Punch und so. Ich meine, da brennt Ich auch mag's, einfach mal der wenn Arm. Kirby Falcon Punch sagt. Falcon Punch! Nein, Falcon Punch! Wirklich? Ja. Easy. Nope, das ist nicht die. Das ist die nächste. Ich weiß, aber es ist ein Scrolling-Level. Es ist einfach nur langsam. Ich meine, ich hatte Angst, dass ich sterbe. Ja, das stimmt. Weil ich kein so ein Pro-Player bin. Hacker. Ich hätte schon eine Shell gegen den Block werfen müssen und dann hier hochklettern. Easy. I quit. Okay. Ach, das ist ein Switch Palace. Ja. Huh. Das ist ein Switch Palace. Ich glaube, ich mache lieber den, anstatt nochmal zu Geh sterben. nach links. Ja, falscher Weg. Es Ich geht deutlich hasse schneller. diese Inputs, diese neuartigen Joysticks. Früher gab es nur rechts, links, oben, unten. Ja. Nur nicht 360 Grad. Was soll ich hier genau tun? Und da kannst du ein Leben bekommen. Naja, so hin nicht mehr. Ich würde oben lang gehen. Da ist nämlich der Ausgang. Warum? Weil oben der Ausgang ist. Okay. Und unten sind nur Koopas, mit denen du ein Leben kriegst, wenn du den Palace richtig spielst. Wenn ich nicht scheiße bin, also ich selbst. Boah. Mach einen Switch Jump. Komm, du schaffst das. Oh. Boah. Ich schwebe aber. Ja. Das finde ich immer noch gut. Dass man dann einfach schwebt. Das Problem. Hey, immerhin kacke ich grüne Ausrufezeichenblöcke. Ja, das ist schön. Luigi hat Durchfall. Nachdem ich jetzt ein Hat zu Cave viele habe, Blöcke gegessen. kann ich ins Ghost House gehen. So. Hex. Easy. Das ist best secret exit ever. Diese scripted Events, wo du dann so ein hast. Fuck. Fucking nur. Brauch mehr Du bist ein Leben. Ghost One-Up. Es Ja, sieht du hast nur so mich schon aus viel wegen Sex. dem. Du siehst ja den Hintergrund. Der ist auch ein bisschen blasser gemacht und das hat den gleichen Effekt. Du hast ja nur 37 Leben. Ja, ich meine, wenn du kein Leben mehr hast, dann kriegst du einen Teil von meinem Leben. Top Machst Secret du noch Area. normal? Was ist das? Dann kannst du dir Power-Ups und alles holen. Aber leider gibt's da keine Lebensfarm.
So, und was ist hier drin? Erstmal nur ein Pilz. Ich nehme mir einfach fucking alles mit, weil ich der Obernoob bin. Okay. Und jetzt? Kannst du dann die Blume rausholen. Noch. Und dann kannst du rechts oder links aus dem Bildschirm rausgehen. Ach so, cool. Ja. Ich habe ein Yoshi. Ja. Ich bin ausgerüstet und bereit zu sterben. Der Dreck. Hi! Nice. I'm breathing fire! Und außerdem wie... Fire's everywhere! Mal so eine Frage. Wie kann ich ein Sellout sein, wenn ich nicht mal Werbung für meine Videos schalte? Obwohl, Nintendo macht das vielleicht, aber... ich nicht. Wieso kann ich jetzt fliegen mit Yoshi? Weil du eine blaue Shell gegessen hast. Final Smash! Ja, so ungefähr. Hey, cool, hier ist was. Ja. Fucking Noob Yoshi! Das ist einfach die Shell. Nein, fucking den kannst du nicht essen. Was? Ich will ihn aber essen. Ah! Da kommst du nicht hoch. Also nicht so. Tschüss. Du hättest auch einfach den Hammer Bro von unten anstupsen können. Ach, Yoshi, ich muss dich verlassen. Tja. Geh weg, fliegender Koopa. Sag ja, ich bin so scheiße. Schade. Du kannst schon einen Yoshi pro Level haben. Und nachdem der nicht despawnt, hast du ein Leben bekommen. Todes Pit. Easy. Zweite Feder. Bullshit. Ich spring von unten gegen den Hammer Bro. Und jetzt auf seine Plattform. Easy. Und jetzt nochmal einen Hammer Bro anstupsen. Was erwartest du von mir, Mann? Dass du noch den letzten Gegner im Spiel hier tötest. Also nicht im Spiel, im Level. Du musst noch auf die Plattform. Chill dein Leben, du hast noch 90 Zeiteinheiten. Da drüben ist das Ziel. Oh. Ich hasse mich wegen der Plattform. Die Verzweiflung ist real. Also ich meine, ich habe kein anderes Level als das. Oh, ich habe erkannt. Ich werde gecarried. Ich bin blue. Ich meine, spiele ich gerade die zweite Welt zum ersten Mal. Das ist so gesehen das ganze Spiel, aber... YOLO. Ja klar! Du kriegst einen fucking Stern. Ja. Obwohl es eine Feder war. Ich wollte die Feder einsammeln. Entschuldigung. So. Das hätte ich auch gekonnt. Ich weiß. Ich habe ja auch nie gesagt, dass das schwer wäre, was ich da mache. Weißt du, Noob, Benno. Du darfst dafür das zweite Schloss machen. Die Challenge ist real. Ich würde aber am Anfang aufpassen, da kommen Thrums von der Decke. Am Anfang einfach mal stehen bleiben. Ach, die kleinen Thrums. Mhm, das sind Thrums. Die sehen so süß aus. Ja. Die wollen mich töten. Nö, die springen einfach nur hin und her. Sag ich doch, die wollen mich töten. Ja. Gut gemacht. Die wollen dich töten. Ist der blind? Ja. Der muss mal zum Augenarzt. Und jetzt? Hast du was gegen Fromms, die zum Augenarzt müssen?
Ja, was alle müssen. GG. Ha! Knochen trocken. So. Das Level kenne ich irgendwo her. Wahrscheinlich auch aus einem Speedrun, oder? Möglich. In Speedruns geht alles so viel schneller. Ja. Deswegen heißt es auch Speedruns, du dumm, faggot. Fuck. Ah! Rage! Wow, lol. Da hat sich einfach nur den Block reingedrückt. Ich habe ihn in den Block geklebt. Nice. Das Spiel erlaubt mir nicht zu sterben. Danke, Spiel. Und jetzt muss ich das. Nein. Das war ja klar, Mann. Du musst eigentlich nur da hochgehen. Okay, dann tanze ich jetzt hier. Okay, tu das. Boah. Gut gemacht. Fuck. So funktioniert das leider nicht. Mann. Portal 2, warum bringst du nichts? Ich verschwende hier meine ganze Zeit, Portal 2 und so zu Speedrun und dann bringt's mir nichts in SMW. Ja, und Mirror's Edge, du bist so scheiße. Ich kann Kick-Glitches, aber kein fucking Super Mario World. Tja, easy. Boah. Ich glaube, du wirst auf den mittleren Block drauf. Um hochzukommen. Gut. Ha! Ja. Und dann sterbe ich beim Boss wahrscheinlich. Was war der Boss? Könnte sein. Na, könnte sein heißt muss sein. Boah. Huh! Ich wollte gerade sagen, du solltest auf dem 1 weiter rechts stehen bleiben. Das läuft gar nicht so schlecht. Nase, es ist nicht gerade die beste Zeit zu jucken. Wieso? Das macht man ja auch immer beim Spielen. Oh, oh. Oh, oh. Ich flieg mal nach ganz unten, okay? Ja. Wieso nicht? Jetzt darfst du dir Leben geben. Nur 5. Boah. Du lässt mir 35 von meinem Leben. Ja. Bist aber nett. Ich brauche eigentlich nur 5. Ich bin halt sozial im Gegensatz zu fucking jedem in dieser fucking Community von Menschen. Da hätte ich mir sind auch. Sind alle Menschen verachten. Da hätte ich mir auch einfach nur 5 Leben geben können. Ich meine, die Level sind noch nicht wirklich schwer. Und ab Welt 4 kann ich sowieso Leben farmen. Ach ja, hier gibt's ja diesen Shellbug noch. Du kannst doch einfach in Welt 4 mit einem Stern ein Level machen. Dann kriegst du einen Stern im Level und kannst dir dann, keine Ahnung, 20 Leben oder so holen. Aber ich kann auch kacken gehen, oder? Ja, kannst du auch machen. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Boah. Ich hab ihn zerstört. Gereckt. Getreckt. Getreckt. Ja, das kann ich mir nicht sagen, oder? Wow, da gibt's ein Leben. Und jetzt? Hallo, Noob right here. Trotzdem, ich meine, komm schon. Das Leben bringt ja nicht wirklich viel. Und da gibt's auch eins. Ah! Du sagst mir wirklich nichts. Ich meine, du hättest dir auch einfach 35 Leben geben können. Dann sterbe ich jetzt nochmal 5-mal und nehme mir alle deine Leben bis auf 2. Kannst von mir aus auch machen. Das ist mir wurscht. Nee, bis auf minus 1. Bis auf minus 1, was? Nee, du kannst mir nicht mehr, mehr nehmen, wie ich hab. Ja,
Ja, okay, da wäre ich wahrscheinlich nicht gestorben. Nice. Die Level sind schwerer wie die fucking Bosse. Tja, die Bosse sind auch nicht schwer. Vor allem, weil sie immer nur 3 Hits aushalten. Das sind irgendwie lame, die Bosse. Ah, mein Ohr, Mann. Ich glaube, meine Ohren werden wirklich bluten, wenn du einfach denkst. Morten Cooper Jr. of Castle Number 2 is now just a memory. Ich meine, morgen können wir ziemlich viel aufnehmen und das macht gerade voll Bock. Ja, können wir schon. Ah. BC. Wir können auch noch andere Super Mario World Hacks aufnehmen. Ich meine, es gibt auch leichte Hacks, nicht nur Brutal Mario und Kaiser Mario. Ich meine. Vanilla Dome. Werde ich hier sterben, wenn ich da runtergehe? Oh, ich hasse die Dinger. Wenn du auf dem Spike Top nicht spin jumps, vielleicht. Gib mir. Oh, ja. Das ist cool. Geh mal ganz oben lang. Und versuch dich nicht treffen zu lassen. Gut. Geh mal ganz nach rechts. Bis an die Röhre. Und geh eins nach unten. Mit einem Spinjump. So, jetzt. Geh der dritte oder zweite Block von links in dem Kästen, in dem Kasten, ist eine Feder. Was? Den zweiten oder dritten Block. Oben. Ja, das ist eine Feder. Ich weiß immer noch nicht, wie man die benutzt. Ja, du kannst einfach mit Y die Blöcke jetzt andrehen. Aber immer nur 4 auf einmal. Weil, naja. Ja, da gibt's ja Block-Flipping. Ja. Ich kann das zwar überhaupt nicht, aber... Ja. So, und jetzt nach rechts weiter, weil... Ach die so, roten, Y kann man nur schieben. Die roten Blöcke sind noch nicht aktiviert. No scope. Andy, hab's geschafft. Fuck, das noch mehr. Ja, sobald du auf den Block drauf gehst, wird der absinken. Yeah! Liebe Sterne. Hm. War jetzt nicht mehr so schwer. Coverversion. Oh, Scheiße, ich weiß. Nimm die Feder. Hä? Feder. Drück Select. Töte am besten den Gegner. That's no scope. Und jetzt baue Running Speed auf. Ich will das Viech da töten. Ja, sag ich ja. So ist er nicht tot. Ich hab doch X gedrückt. Ja. Du kommst da jetzt eh nicht mehr hoch. Geh einfach da nach oben. Da, wo die zwei Blöcke sind. Okay. Geh oben lang. Easy. Seizure-Blöcke. Oh, oh, das Spiel ist mal nett. Ja. Das verliere ich wahrscheinlich gleich wieder, aber immerhin. Ja. Und da habe ich es geschafft, mich reinzuklippen mit einer Feder. Genau in die Wand. Da musst du hochspringen. Kannst nicht nur hochlaufen. Die ist zu steil. Springen an der Wand. Du musst öfter springen. GG. Also mit Springen habe ich es noch nie geschafft, aber mit einer Feder. Okay. G fucking G. Nice. Egal. Nice Programming, Nintendo. Ich hol dir mal den Midway Point. Der zählt für dich nämlich auch. Oh man. GG, best Programming, man. Oh Gott! Ich will keine Blumen mehr.
So. Oh no. Was? Weil ich den einen Gegner nicht gekriegt habe. Ja, das extra Leben ist ein bisschen gefährlich, weil der Koopa immer springt. Und ich habe gerade den Midway Point Sound gecancelt, einfach nur indem ich meine Feder benutzt habe. Ich habe keine Lust, unten lang zu gehen. Button spamming! Alter, ich mache das im falschen Rhythmus. Ansonsten ging das so viel schneller. Und mit Rennen geht's vor allem auch schneller. Diese Wand, Mann. Ja, hatte ich einfach durchgeglitscht. Das war nicht mal, weil ich scheiße bin. Ah, und du warst fast am Ziel. Ich meine, es hätte sein können, dass ich da auch einfach durchglitsch. 99 Sterne, GG. Nice. Ich bekomme noch kein Bonus-Game. So. Da kannst du sowieso kein Secret Exit holen bis jetzt. Also du auf jeden Fall nicht. Ich könnte es wahrscheinlich. Bin zu weit. Ich schwimme nach links. Fucking invisible walls everywhere. Ja. Aber da gibt's bessere Beispiele. Zum Beispiel Super Mario 64. Ja. Und dann gibt's einen Typ, der macht einfach richtig viele. Komm her! Der Typ heißt Bro Dude und der macht einfach richtig viele Star Revenge ROM Hacks, also für Super Mario 64. Hitboxen. Und der. Vielen Dank, Hitboxen. Der macht einfach. Der löscht alles. Die League of Legends Hitboxen verfolgen mich selbst in Spielen, die nicht League of Legends sind. Ja, aber die Hitboxen in Super Mario World sind nicht besser. Vor allem in Super Mario 64 ROM Hacks kannst du das ganze Level löschen. Und das Level hat trotzdem noch unsichtbare Wände drin. Geil. Ja. Oh Gott, Fiebton. Please. Easy. Lass mal Fische umbringen. Oder morden. Was auch immer. Ich nehme, glaub, echt alle deine Leben bis auf 2. Ich meine, kannst du echt machen. Ich meine, ich hab's nötig. Ja, du hast nötiger wie ich. Ich brauche nicht unbedingt welche. Auf Münzen einzusammeln, das piept. Okay. Ein Speech Palace. So von wegen kein Secret Exit. Du kannst den Secret Exit von dem einen Level nicht machen. Dass du davor probiert hast. Ich würde dir raten, den Switch nicht zu drücken. Außer du willst, dass dich die Disco verfolgt. Ich meine, du kannst schon Leben damit bekommen. Also, das habe ich nicht erwartet. Ich gehe mal das Level hier unten machen. Du kriegst das schon hin. Ich bin fucking gut. Du kriegst den Switch schon hin. Ich glaube an dich. Wenn ich einen Speedrun. Wenn ich einen Speedrun mache, dann bin ich Platz 1 World Record. Ja, immer. Ich meine, deine Zeit wird so groß sein, dass es schon wieder klein ist. Was nur eine bestimmte Zeit speichern kann. Oder so. Meine Zahl wird negativ. Deine Zahl ist so groß, dass sie schon wieder negativ wird. Ja. Easy. Just Block Zipping machen oder was? Nein. Ich weiß nicht, ob ich das hinkrieg. Na fuck. War da noch so ein. Ach komm schon. Stirb. Mal schauen, ob ich das hinkrieg. Ich sagte, hör auf, Münzen einzusammeln. Das klingt gerade wie ein Bluescreen bei mir. Okay. So, fuck.
hab's nicht hingekriegt. So. Fuck. Nope. Wow, wow, wow. Input lag, please. Da wäre ich fast runtergefallen. Kane. Okay, cooles Kane. Nein! Fucking Noob. Ich hab noch 250 Sekunden Zeit. Und hättest du den Switch geschafft, dann wäre das total 39 easy. 39 So. Wie es aussieht, als würde die Welt dich fucking essen. Wieso nicht? Zweiter Versuch. Schaffst du schon. Fortschritt. Ich meine, du musst nur über Koopas drüber springen. Die Final Chains. Und hast du auch noch den dritten Switch gemacht. Nice. Jetzt kann ich rote Ausrufezeichen kacken. Ja. Okay, ja, ich mach mal das, den normalen Ausgang da noch, dann können wir das Ghost House machen und dann speichern. Das sind jetzt schon wieder fast 30 Minuten. Fuck! Nein, böser Panzer. Ich hoffe mal, was ich auch mein gut finde. Deutschlehrer Rest. Geile Shell. Ja. Was ist mit deinem Deutschlehrer? Ich hoffe mal, der respektiert, dass ich nur 3 Tage Zeit hatte, das Referat zu machen. Und benotet deswegen nicht so hart. Wieso, wie viel hast du? 10 Minuten? 5 Minuten? Ich glaube 5 Minuten oder so. Ja, 5 Minuten für ein Referat. Chillig. Ich stehe dran. Ja, das Buch ist von dem und dem geschrieben. Ach, muss ja, was und der macht das und das. Und in dem Buch geht es um so einen Typ, zum Lehrer. Ja, der, der hat so einen Nazi-Film gezeigt. Und dann wollten die Schüler wissen, wie es dazu kam. Und dann wurde der Lehrer praktisch die Verkörperung von Hitler. Und die wurden total streng behandelt und dann haben sie die Regeln da beigebracht gekriegt. Und dann irgendwann war in der Zeitung, jo, Lehrer wird zu Hitler oder so. Und dann hat irgend so eine Tussi namens Amy, ist sehr wütend geworden, weil sie nicht in der Welle dabei war. Und dann, ja, dann hat der Lehrer gesehen, jo, ich find's geil, der Führer zu sein, aber... das geht schon ein bisschen zu weit. Dann haben sie aufgehört. Cool. The End. Und mir hat's gefallen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich hab's nie gelesen. Weil, ja, man sieht, dass Gruppenzwang vorhanden ist. Und dass Hitler jederzeit wieder passieren könnte. The End. Bitch. Gutes Referat. Nein, da kommt schon noch was dazu, aber... Ja, das ist so eine Kurzfassung von dem Theaterstück, das ich dazu gesehen habe, auf Englisch. So, will ich jetzt noch das Gasthaus machen? Ja, komm. Ich meine, das muss mindestens einer von uns machen, sonst können wir nicht speichern. Zeit zu verrecken! Yeah! Luigi schaut schon zu Gott. Oder weiß, dass er sterben wird. Immer. The End. Du kannst auch in den Gegner reinspringen, ja. Ist auch eine Möglichkeit. Ich kann's nicht. Wo soll ich wissen, dass da Gegner auf einmal sind? Ich meine, Gegner taucht auf dem Bildschirm. Wenn man springt erstmal.
Ja, ich hab nicht fucking 100%ige Frame-Legit-Scans von Gegnern. Ja. Ah! Entschuldigung. Item einsammeln, hör auf. Ist das echt so schlimm? Ja, das ist richtig hoch, Mann. Oder ist dein Ton einfach nur zu laut? Nee. Du kannst auch die Frequenz, glaube ich, runterstellen. Ja, das ist ein richtiges Bass, Super Mario. Wieso nicht? So. Immer. Oh, der Raum mit das? Den grünen Giftgaskugeln oder was auch immer das sein soll. Was macht die, wenn du die berührst? Die macht mir Schaden. Ah, ja. Die macht mir Schaden, aber. Du kannst von fucking Luft abspringen. Ja. Nein, von Ektoplasma, weißt du. Wo könnte nur die P-Switch-Tür sein? Einsinken und dann runterfallen. Ja. Oh, Gott. Wo könnte nur die P-Switch-Tür sein? Ich weiß es nicht. Ist total. Ich will jetzt noch irgendwas erreichen in der Folge. Außer dem P-Switch-Palace. Da will ich noch was in der Folge erreichen. Aber da muss ich noch ein Ghost House machen. Und wir nehmen schon mehr wie eine halbe Stunde auf. Ich meine, du wolltest, halt dass die Folge kürzer wird. Weiß ja nicht. Mir egal, ich will was schaffen. Okay. Sterbe ich jetzt? Nö. Aber falsch. Also, du solltest auf jeden Fall auf dem vorderen Teil dann stehen. So. Jetzt die Stelle, die mir als Kind am meisten Freude bereitet hat. Die zwei Piranha-Pflanzen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso. Fuck. Aber ich meine, könnte daran liegen, dass ich immer durch Level durchrennen will. Wenn du auf der Röhre stehst, kommen sie nicht raus. Ich bin so auf Sonic eingestellt. Ja. But Slide. Ah. Ohne Slide hat es überlebt. Das kann ich dir sagen. Okay, na gut. Das Erreichen in der Folge werden die Leben, die du mir abziehst, die du dann nächste Folge nicht mehr hast. Fucking noob. Okay. Dann mach mal halt Safe State. Dann hast du die 40 Leben noch. So. Yeah. Easy. Dann spiele ich nächste Folge mit 2 Leben weiter, wenn du mit 40. Und würde sagen. Ich werde alle verbrauchen und Game Over gehen. Ja und? Irgendwann. In 50 Minuten oder so. Wenn wir dann bei Bowser sind und ich besser bin wie du aus irgendeinem Grund. Das wäre sehr nett. Also, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao und bis zum nächsten Mal.